In den alten norwegischen Christenrechten wurde der Ritt als Maß streng bestraft. Wenn bewiesen ist, dass eine Frau einen Mann oder seine Hausgenossen reitet, heißt es in Absatz 46 des Christenrechts des Eidsivating. Die Fähigkeit, als Maß die Gestalt zu wechseln und einen Maßritt auszuführen, wurde als reale Möglichkeit betrachtet. Wenn Odin seine Gestalt wechseln wollte, lag sein Körper wie schlafend oder tot da. Währenddessen verwandelte er sich in einen Vogel, ein wildes Tier, einen Fisch oder eine Schlange und konnte augenblicklich in ferne Länder reisen, um seine oder andere Angelegenheiten zu erledigen. Eines Nachts wurde ein Mann plötzlich schläfrig und legte sich nieder zum Schlafen. Kaum war er eingenickt, schrie er auf und rief, dass ihn eine Mare trete. Seine Leute eilten herbei, um ihm zu helfen. Als sie versuchten, ihn am Kopf zu fassen, trat die Mare auf seine Beine und drohte, sie zu brechen. Sie griffen nach seinen Füßen, doch die Mare drückte nun so fest auf seinen Kopf, dass er daran sterben musste. Thank you.